So, wir wollen uns heute den Spektralsatz für Matrizen anschauen. Und dafür haben wir einmal einen Körper gegeben, der entweder R oder C ist. Und wir nennen eine Matrix aus K hoch n Kreuz n normal, genau dann, wenn A mit der adjungierten kommutiert. Das heißt, diese Gleichheit gilt. Im reellen Fall vereinfacht sich eben diese Adjungierte zu der transponierten, weil wir nicht mehr komplex konjugieren müssen, weil im reellen Fall ja alle konjugierten Einträge gleich die Einträge selber sind. Und wir nennen eine Matrix unitär im komplexen bzw. orthogonal im reellen. Genau dann, wenn ich wenn ich die Adjungierte mit der Matrix selbst multipliziere, dass dann da die Einheitsmatrix rauskommt. Und das bedeutet, dass die Spalten der Matrizen eine Orthonormalbasis bilden. Und wir wollen uns jetzt den Spektralsatz anschauen. Und der sagt eben aus, dass wenn ich eine Matrix aus K hoch n Kreuz n habe und die normal ist und alle Eigenwerte in dem jeweiligen Körper R oder C liegen, dass das dazu äquivalent ist, dass die Matrix unitär bzw. orthogonal ähnlich zu einer Diagonalmatrix ist, deren Einträge eben aus Eigenwerten von dieser Matrix A bestehen. Und wenn wir uns den ersten Fall anschauen, also wir nehmen an, dass A aus C hoch n Kreuz n ist, dann betrachten wir zuerst das charakteristische Polynom. Das ist ja gerade die Matrix A minus die Einheitsmatrix multipliziert mit der unbekannten x. Und wenn wir aus dieser Matrix die Determinante berechnen, dann erhalten wir eben das charakteristische Polynom, wobei die Koeffizienten alle in C liegen. Und wir wissen, dass C algebraisch abgeschlossen ist. Das bedeutet, dieses Polynom zerfällt in Linearfaktoren und wir wissen, dass eben alle Eigenwerte in K liegen. Das heißt, wenn wir den Fall haben, dass K gleich C ist, dann brauchen wir nur, dass die Matrix normal ist. Dann folgt eben schon die Transformationseigenschaft. Und wenn wir jetzt annehmen, dass A normal ist und wir bezeichnen diese Menge als die Menge der Eigenwerte von A, dann folgt eben die Existenz einer unitären Matrix, sodass ich mit dieser unitären Matrix U mein A so transformieren kann, dass ich eine Diagonalmatrix erhalte, wobei eben die Diagonale mit den Eigenwerten von A besetzt ist. Und hier kann es durchaus vorkommen, dass die Eigenwerte nicht paarweise verschieden sind. Also wenn wir uns beispielsweise die Identität hernehmen, die hätte beispielsweise da nur Einsen stehen. Und wenn wir eben von dieser Seite aus starten, dann erkennen wir sofort, dass wenn wir eben diese Diagonalmatrix haben, dann wissen wir eben dadurch, dass wenn ich eine Matrix A gegeben habe, die ähnlich zu dieser Diagonalmatrix ist, dann weiß ich eben, dann kenne ich schon automatisch die Eigenwerte von A. Die Normalität von A kann ich auch ganz einfach berechnen. Und wenn wir diese Seite eben nach A umstellen, dann erhalten wir eben diese Gleichheit. Und wenn wir jetzt A mit der Adjungierten multiplizieren, dann schreiben wir das einmal aus. Und dadurch, dass ich weiß, dass mein U unitär ist, weiß ich, dass
dieser Teil wegfällt, beziehungsweise das ergibt die Einheitsmatrix. Und dann komme ich zu dieser Gleichheit und ich weiß, dass mein D, beziehungsweise mein D adjungiert, das sind ja beides Diagonalmatrizen. Und diese Diagonalmatrizen, die kommutieren, also da kann ich die Reihenfolge umdrehen. Und das mache ich hier. Und dann setze ich in der Mitte nochmal die Einheitsmatrix ein, was ja wegen der Eigenschaft unitär zu sein, eben gleichbedeutend damit ist, dass ich das so hinschreibe. Und dann kann ich das wieder so auseinanderziehen, dass ich eben zeigen konnte, dass mein Adjungierte von A kommutiert, wenn eben A in dieser Darstellung ist. Und in dem Fall, dass wir jetzt den Körper R betrachten, kann es durchaus vorkommen, dass wir eine Matrix haben, wo eben das charakteristische Polynom nicht in Linearfaktoren zerfällt, sondern teilweise in komplexe Linearfaktoren. Und daher sind wir da ein bisschen mehr eingeschränkt im reellen Fall. Also da reicht es nicht, dass wir nur eine normale Matrix betrachten. Aber ein ganz wichtiger Fall sind die symmetrischen Matrizen. Und wir wollen jetzt eben zeigen, dass symmetrische Matrizen zum einen normal sind und dass die Eigenwerte von symmetrischen Matrizen auch immer reell sind, also im Körper selbst liegen. Und dann können wir eben den Spektralsatz anwenden. Und was daraus folgt, ist, dass symmetrische Matrizen, dass reelle symmetrische Matrizen immer orthogonal diagonalisierbar sind. Dass die Matrix A normal ist, folgt direkt aus der Definition von der Symmetrie. Also ich kann AT kann ich ja einfach durch A ersetzen und mein A ersetze ich dann wieder durch AT. Und das ist ja genau die Eigenschaft von der normalen Matrix. Und jetzt wollen wir noch zeigen, dass die Eigenwerte in R liegen. Wir nehmen uns einen beliebigen Eigenvektor her, der erstmal komplex ist. Vorausgesetzt natürlich, dieser Eigenvektor existiert. Wir können uns jetzt die Norm von diesem zugehörigen Eigenvektor anschauen, beziehungsweise das ist das Quadrat von der Norm. Und wenn ich jetzt diesen Eigenwert davor habe, dann kann ich den da reinziehen. Und ich habe vorausgesetzt, dass mein Lambda eben ein Eigenwert zum Eigenvektor x ist. Das heißt, das ist das gleiche wie ax. Und a ist symmetrisch, das heißt, stimmt mit der Transponierten überein. Und das stimmt dann auch mit der Adjungierten überein, weil mein a nur reelle Einträge hat. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich umklammer, das heißt, ich ziehe bei dieser Multiplikation ziehe ich das Transponieren und das Konjugieren nach draußen und dadurch dreht sich dann im Inneren dreht sich die Reihenfolge um und dann habe ich hier wieder mein ax stehen, was ich dann wieder umschreiben kann zu lambda x. Und wenn ich hier das wieder anwende, jeweils einmal auf den Skalar und einmal auf den Vektor, dann erhalte ich eben diese Gleichheit. Und ich weiß, dass mein Vektor x eben ungleich dem Nullvektor ist. Das heißt, das Quadrat der Norm, das ist ungleich 0. Also das hier ist ungleich 0. Und daraus folgt dann, dass ich weiß, dass mein Lambda
mit dem konjugierten Lambda übereinstimmen muss. Und das bedeutet ja gerade, dass mein Lambda reell ist. Und nach dem Spektralsatz für den reellen Fall folgt jetzt eben die Existenz von einer orthogonalen Matrix, sodass, wenn ich A entsprechend transformiere, dass ich dann wieder eine Diagonalmatrix erhalte.